Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal der Kölsche Schatzsucher. Ich bin der Markus und ich nehme euch heute wieder mit zu einer Römersuche im Oktober. Ja, ich bin gerade gestern aus dem Urlaub gekommen und ja, da hat mich Daniel und Pino angefragt, ob wir jetzt heute Montag zum Feiertag suchen gehen. Ja, habe ich gesagt, nun, wir sind jetzt unterwegs. So, die Felder sind jetzt einigermaßen schön abgeregnet. Wir sind jetzt beim ersten Acker und ich hoffe, dass ich heute ein paar schöne Funde mache und ihr sie sehen könnt. Ja, zu meinem Equipment. Ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5er Spule. Das Gerät habe ich vom Jochen Reifenrad von abenteuer-schatzsuche.de gesponsert bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein Top-Gerät und ich bin sehr zufrieden damit. Ja, nun kommen wir mal zu meinen Einstellungen. Ich habe mit dem Werksprogramm General mein Ackerprogramm generiert und wenn ihr wissen wollt, was das für Einstellungen sind, dann nehme ich euch jetzt mit dazu. Aber zuvor kommt kurz mein Intro. Also bis gleich. So, wir sind jetzt bei meinem Ackerprogramm und wir gehen mal ins Menü. So, den Disk, den habe ich auf 5 gesetzt, sensitiv auf 96, die Frequenzweiche steht bei mir auf 3, weil wir hier mit 3 Deus-Geräten unterwegs sind. Die Eisenlautstärke auf 1, das wisst ihr ja mittlerweile, die all meine Videos sehen, weil ich eben immer noch eine kleine Info haben möchte, wenn Eisen neben einem Buntmetall liegt. Es könnte dann natürlich sein, wenn man komplett wegnimmt den Ton, dass das Eisen hinter das kleine Buntmetall übermaskiert. Meine Reaktionszeit ist auf 2, das habe ich euch auch erklärt. Der Deus 2 ist eben schneller als der Deus 1 und deswegen kann man hier, jetzt sage ich mal getrost, die Schwenkgeschwindigkeit 2 nehmen. Diese Signalverstärkung, die habe ich auf 4. Im Expert-Modus ein Dreiton-Modus, Kronkorken auf 0, Notch ist off, der Bodenfilter auf 1. So, die Ground Balance habe ich schon durchgeführt, die steht bei mir auf 79 und ich beginne jetzt die Suche und werde mich gleich mit dem ersten Signal oder bei dem ersten Fund bei euch wieder melden. Also, seid gespannt. Ich denke mir mal, heute wird ein guter Tag werden oder zumindest es werden ein paar römische Funde kommen. Also bis dann. So, nach ungefähr 20 Minuten hier auf dem Acker, man soll es nicht glauben, das erste Signal. Und wir reden von einem Signal, was ich sonst nie graben würde, weil es viel zu schwach ist. Und auch nicht so klar reinkommt. Okay, ihr seid live mit dabei. Hier muss es ungefähr sein. Ach so, noch was. Heute hat dieser Spaten Premiere. Diesen habe ich auch von abenteuer-schatzsuche.de vom Jochen Reifenrad gesponsert bekommen. Ich werde gleich mal mit dem Handy dazu filmen, da könnt ihr den mal angucken, von der Qualität her ein Top-Teil. Also ich muss sagen, derjenige, der diesen herstellt, ist genauso bekloppt wie ich. Also der legt auch Wert darauf, dass wirklich alles auf Millimeter genau ist. Die Schweißnähte sind perfekt. Also
wirklich, das sucht seinesgleichen. Also auch die, also das Abkanten des Blattes unten und all das, was drum und dran ist. Also echt top. Aber wir sind ja jetzt hier beim Suchen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Hier oben muss es bei sein. Wollen mal gucken, was das ist. Ja. Na. Oh, ja. Er ist gemeckert. Ja, man sollte auch diese Signale wirklich immer in Betracht halten zu graben. Ja. Eine Fibel, aber ja, gut. Und das ist nur die Nadel? Ne, ist eine Fibel. Ist eine komplette Fibel, aber total schon, total runter. Ja, wird eine normale Soldatenfibel sein aus dem, ah, ich würde mal sagen, 3. Jahrhundert. Ja, aus dem 3. Jahrhundert wird diese sein. Okay, dann sehen wir uns nachher, hoffentlich bei einem neuen Fund. Bis nachher dann. Tja, was soll ich sagen? Eine gute Stunde drauf zu drei Mann. Ich habe die Fibel gefunden. Daniel und Volli. Ich glaube, Bino auch und Volli. Also hier auf dem Acker ist wirklich tote Hose. Wir haben jetzt entschlossen, wir werden jetzt zum Auto gehen, einpacken und einen neuen Acker suchen. So, und wenn ich auf einem neuen Acker bin und habt das erste Signal, hole ich euch wieder mit dazu. Also, bleibt dran, bis gleich. So, wir haben die Örtlichkeit gewechselt. Hier bin ich auf einem neuen Acker und hier bei dem ersten Signal. Ein 84er Signal, aber ich mache jetzt mal eher das Display groß. Das habe ich ja noch gar nicht. So, so können wir besser sehen. 83, 84. Wird auch nicht tief sein. Sag ich doch. So, liegt hier oben mit drin. Ja, oder seht schon. Ja, ich glaube, oder? Ne, das ist es nicht. So, was haben wir hier? Der erste Bleiteil. So, dann hoffen wir, dass hier ein paar Funde mehr kommen als auf dem anderen. Ja, auf dem einen Acker hat der Daniel ja auch noch eine schöne Fibel gefunden. Auch eine Soldatenfibel, die weitaus besser ist als meine. Die hat er auch schon, glaube ich, in Facebook gepostet. Könnt ihr dann hinterher bei mir in der Gruppe sehen. Okay, dann bis nachher. So, da bin ich wieder am 63er Signal. Das geht hoch bis auf 65 manchmal. Auch nicht tief, denke ich mal. Ja, hier an der Kante vielleicht. Sollte doch draußen sein, ne? Okay. Dann wollen wir mit dem Pinpointer nachgucken. Dann ist es tiefer und könnte doch dann schlussendlich wieder Eisen sein. Es ist tiefer. Nein, es ist nicht tiefer, es ist nur immer wieder reingerutscht in das Loch. Ja. Typischer Alupapier. Oder ist das von der Tube? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall Schrott. Okay, dann bis zum nächsten. Gut, aber die kann auch Ein Sichtfund. Und was für ein Sichtfund? Der Pino ist schon am Kacken, weil das ist ein Pino sein Acker. Wir wollen ja auch ehrlich bleiben. Ja. Ich habe sie alle zusammengerufen. Oben auf. Also wie ihr sagt, ja. Guckt euch das mal an. Was für ein Riesenteil. Ja,
eine fette Applicke vom Gefäß, so dass ihr das sehen könnt. Drehmal also ein richtiger Topf. Und ich glaube, das ist vom Gefäß. Nee, guck mal, da ist eine Halterung. Nee, das ist keine Halterung, das ist vom Gefäß. Aber hier ist eine Halterung. Ja, denn, das war auf dem Gefäß. Ja, ja, die wird auf dem Gefäß die aufgesetzt sein. Gesichert oder sowas. Ja, genau. Pino aber ich ist jetzt schon das Gefäß. Pino ist jetzt am Weinen. Ja. Also, auf Pinos Acker, dieser schöne Sichthund oben auf. Tja, Pino, es hat nicht sein sollen. Was sagst du immer, wenn wir zu deinen Äckern gehen? Ja, genau. Pino findet nichts. Pino findet nichts und wir finden alles. Okay. Ja, aber im Moment hast du vor einer Minute vorher noch geschimpft und gesagt, das Einzige, was ich hier finde, ist Erfahrung. Ja, genau. Erfahrung, genau, ja. Exakt eine Minute vorher, ne? Eine Minute vorher. Aber das muss man auch manchmal machen. Ja. Hast ja eben auch deine gefunden. Ja. So, Leute, okay, jetzt dürft ihr so, nochmal gucken. So, jetzt können wir zum Auto gehen und feiern, Mann. Alles klar. Bis zum nächsten Sichtfoto. So, hier haben wir das nächste Signal. Ein 88er, genau zwischen den zwei Resten von den Maisstängeln. Ach, Leute, direkt oben auf. Guckt mal da hinten. Der nächste oben auf und fast. Eine Münze. Ein Ass. Ein römisches Ass. Oder? Ja, doch, ist ein Ass. Okay, dann bis zum nächsten Foto. So. In der dritten Spur wieder ein 80er Signal. Hier ist es leider auch sehr mau mit Anzeigen, aber das, was bis jetzt gekommen ist, war ja wenigstens war die Sommer, außer jetzt eben als allerersten Fund, das bleibt da. So. Okay, ist natürlich der Boden auch noch richtig fest. Hoffen wir, dass nicht tief liegt. So, das ist draußen. Und müsste jetzt hier bei liegen. Hier vorne. Okay. Was haben wir? Ein Granatsplitter, glaube ich, einen großen, oder? Ja. Einen großen Granatsplitter. Das war das 80er Signal. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. So, ich habe mal gerade ein bisschen die Erde weggeschoben, weil ich hier ein ganz leichtes Signal hatte. Jetzt habe ich ein 51er Signal. Hier vorne. Ist auch nicht tief. Ich denke mal zwischen der Wurzel. Ja, muss man hochschieben. Ja, zwischen der Wurzel warte. So, dann wollen wir noch mal gucken. Ja, hier ist es. Alupapier. Ja. Eben war ich sehr euphorisch, wie ich die Applicke gefunden habe und kurz darauf das Ass, aber jetzt so, was die Jungs bis jetzt all haben und was ich bis jetzt all habe, also das ist nur Schrott wirklich. Das war wirklich Glück gewesen, hier das Ass sich von zu machen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, wir haben wieder mal den Acker gewechselt. Pino konnte das selig eben nicht mitmachen und musste sich an den Rand setzen. Und ja, nee, im Ernst jetzt, nee, auf dem Acker ist nichts mehr hintergekommen. Das war mehr als Glück, dass ich diesen Sichtfund machen konnte und das Ast letztendlich kam da gar nichts, außer ein paar Müllteile. So, jetzt sind wir hier auf dem neuen Acker und hier habe ich mein erstes Signal, ein 54er. So, könnt ihr sehen. So, hoffen wir, dass hier noch was kommt. Weil sonst wird es ein kurzer Film, sag ich schon, ein kurzes Video. So,
So, jetzt ist es auf 72, was mich wundert, wo es draußen ist. Und das muss jetzt irgendwo hier bei hier vorne liegen. Irgendwo hier war doch das Signal, oder? Da tue ich mich da. Das sind zwei Signale. Nein. Tja, wo haben wir es jetzt? Ja, das ist die Schaufel. Gut, müssen wir noch mal gucken, wo ich den nicht geschoben habe. So, hatte ich doch die ganze Zeit gehabt. Warum tasche ich mir nicht an? Ne, hier ist nochmal ein separates Signal. Okay. Also das kann es nicht sein. So, dann muss das ja noch im Boden sein. Also haben wir da eins. Dann wollen wir erstmal gucken, was das hier ist. So, ein 72er ist das. Aber gleich noch gucken, was das 50er Signal ist. Nicht wahr sein. Oh, ich hasse es, wenn das immer so in dem Matschhaufen ist. Oh, jetzt haben wir es. Na, wo haben wir denn? Nein, nein, da muss es doch sein. Nein, nein, nicht. Ach, ein ganz kleiner Volli. Ach, herrje. So. Ach, mal gucken, ich muss ihn sauber machen, sonst seht ihr ihn ja nicht. Der ist wirklich wieder ganz klein. Ja. Mit 72. Eigentlich untypisch, dass die so hoch reinkommen. Aber ihr seht es ja, kleiner Volli. 72. Aber jetzt gucken wir auch noch, was mit dem 50er Signal ist. Okay. Packen wir es mal weg. Ich mache erstmal die Kamera aus, weil sonst wird der Akku schlapp. Also bis gleich. Das 54er Signal, das ist jetzt irgendwo jetzt hier bei. Nee, das ist der Spaten. Ich hatte es doch gerade eben noch hier gehabt. Das ist so klein wieder. Ja. Ja, ist wieder ganz klein. Ja, und da ist der Pino, der mich ärgern will. Da haben wir es. Was ist es? Ein Stück Blei. So, deswegen, hier ist es ein kleines Stück Blei. So, jetzt schalte ich die Kamera aus, weil es sonst Beweise gibt und dann werde ich dem Pino erstmal eins auf die Fresse hauen. Okay, bis später. So, hier ist das nächste 74er Signal. Eben war der Volli auf 72, hier ein 74er. So, wollen wir mal gucken. Ja, ist er noch drin. Ah. Ja, jetzt muss das hier bei sein, hier vorne. Ja, oh, was ist es? Nee. Ein Stück Blei. So, okay. Dann bis zum nächsten Fund. So, keine 2 Meter weiter. Ein 69er Signal.
Ja, ist draußen. Ist. Muss also jetzt in dem Haufen da liegen. Ja, das ist nicht mehr so wie früher. So viel kommt gar nicht mehr. Aber besser. Heute bin ich ja gut bedient. Lass mal den Handschuh aus. Okay. Ah. Ach, ne. Ein Denar. Ja. Ein Denar. Der ist zwar nicht mehr so proper, aber ein Denar. So. Ich glaube, jetzt habe ich im Pino den letzten Nerv genommen. Und der Daniel kommt auch. Die Unglaubwürdigen. Die Unwürdigen, würde ich sagen. Nur weil du wieder gelästert hast. So. Ich meine, das ist ein Denar. Guck. Also ich zeige es euch nochmal so kurz und jetzt gebe ich ihm Daniel in der Hand. Das ist bestimmt irgend so eine Abziehlasche, ey. Nee, ich glaube, das ist ein Denar. Das war's mal einer. War's mal einer. So. Ja. Daniel hat in der Hand. Sehr spät. Ja, ich würde auch sagen. Silber. Ich glaube, das ich würde sagen, wir müssen erstmal rumreiben, richtig. Um da rauszugucken. Ich glaube, das wäre ist ja nicht die Galeere drauf. Wenn, ja, genau. Wenn du, hier, wenn, ne? Wenn also Marc-Anton mit der Galeere. Aber die waren ja. Ziemlich früh sind die. Ja. Eben, die hatten hohen Silberanteil. Ja, aber der wird platt sein, abgerieben sein. So, ich melde mich später beim nächsten. Ich habe hier ein bisschen Wasser. So, der kleine Markus war mal wieder viel schneller, weil ich habe mich unterhalten mit dem Daniel. Wir gehen jetzt parallel zusammen, aber ihr könntet schon sehen, im Loch liegt die Münze. Aber ich glaube eher, das ist kein Römer, sondern es wird eine neuzeitliche Münze sein. Und? Habe ich recht? Ja, in Kaiserzeit. Meine beste Patina drauf. Ja, 2 Pfennig. Kaiserzeit. Die hast du von zu Hause mitgebracht. Die habe ich von zu Hause mitgebracht. Dann hab die da extra hingelegt, da ich die jetzt filme. Genau. So, bis zum nächsten. Ach ja, Signal, aber da möchte ich auch nochmal drüber gehen. Was hast du? 83. 86, 88. So, Daniel, was meinst du, was es ist? Draußen? Cool, was ist das jetzt? Das kann doch nicht sein. Oder? Geh nochmal. Das kann aber nicht sein, oder? Ist das noch da drin? Ist das da noch was dabei liegt? Siehst du? Was hast du jetzt? So, dann ich. Wollen wir erstmal gucken, was das eine ist. Das sind jetzt 2 Signale, aber dass das so schlecht wird. Tja. Das werden wir jetzt sehen, was es ist. Da liegt das. Das ist ein ganz kleines Bronzeteil, glaube ich. Oder? Ist es das? Nein. Da haben wir es. So, wollen wir die Handschuhe ausziehen, das kann ich nicht packen. So, und was haben wir hier? Kleines Patrönchen, glaube ich. Ja, hier, ein kleines Patrönchen. Oder was sagst du, Daniel? Ja, sieht so aus. Kleinkaliber vielleicht. Oder ist das so ein Rädchen vom Feuerzeug? Ich weiß es nicht. Ohne Brille sehe ich nichts mehr. Auf jeden Fall Schrott. Also, ich will euch nicht weiter belästigen. Es ist Schrott. So, ein Suchertag ist wieder zu Ende. Daniel, Pino und ich sind fündig geworden. Wir haben auch einige schöne Sachen gefunden. Wir haben auch sehr viel Müll gefunden. Ich muss sagen, wir mussten diesmal natürlich auch ein paar Ecke abfahren. Es war also nicht direkt auf dem ersten alles so rosig, wie wir uns das vorgestellt haben. Also sind wir runtergefahren. Aber es hat sich ja letztendlich gelohnt. So, jetzt zeige ich euch mal meine Tüte mit
den Schrottfunden. Das ist hier, die will ich jetzt auch nicht auskippen, großartig. Da ist die Tüte. Und hier sind unsere guten Funde. So, ich versuche jetzt mal im Bild ein bisschen zu fokussieren. So, oben ist Daniel seine Fibel vom ersten Acker. Und da kommt jetzt auch ein Pino seine Nadel, die ist auch aus vom ersten Acker. So, vom letzten Acker jetzt hier sind das jetzt diese Objekte. Ein kleiner Ohrenlöffel, ein Volley. Ja, und ja, was das jetzt ist, kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Ich hatte heute ein bisschen mehr Glück gehabt, habe diese schönen Applicke als Sichtfund gemacht. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich versuche mal rein. Ich will sie aber auch nicht jetzt mit der Hand drüber reiben. Fehlt natürlich ein großer Teil. Mal schauen, ob ich den ergänzen kann oder so belasse. Ja, hier das Ass, die zwei Pfennig vom letzten Mal, die Fibel vom ersten Acker. Ist natürlich Schrott. Ja, hier der Denar. Da ist jetzt natürlich auch nicht mehr allzu viel drauf. Ich habe jetzt natürlich extrem groß gestellt. Man muss das natürlich alles reinigen. Ja. So, jetzt muss ich nochmal zurückgehen und das war kleiner. Das bin ich zu groß drauf. Ja, ich hoffe, dass das Video euch gefällt. Die Funde. Für jetzt nach dem Urlaub, direkt der erste Tag. Ja, die können sich sehen lassen. Ja, da sind meine zwei Spezies. Kommt mal her, ich will jetzt natürlich das ganze Wenden dann zusammen machen. So, hier sind wir. So, ja. So, nochmal ein Dank an meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de und ich hoffe, wir werden noch ein paar schöne Filme zusammen machen. Was meint ihr? Sicherlich. Ja. Sicherlich, ja. So, dann wünsche ich euch bei eurer Suche viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.